Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es gibt im Grunde genommen ganz viel Neues auf jeden Fall zu zeigen und zu erzählen. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es lohnt sich also, bleibt dran. Hier hinten gibt es auf jeden Fall nur zu zeigen, dass ich das Ding tiefer gesetzt habe. Da war ja vorher so ein kleiner Haufen und ganz viel Unkraut. Das habe ich alles frei gemacht, alles ein bisschen ebener, auch nach rechts zu den Steinen. Und wie ihr sehen könnt von meiner Nase, der Inkarnatklee kommt durch. Ich sammle meine ersten Erfahrungen. Ich merke auf jeden Fall, dass das dicht wächst. Also nicht nur hier, auch an anderer Stelle. Der ist jetzt natürlich von mir platt getreten, aber der wird sich wieder aufstellen. Und ich finde, ja, so bodendeckermäßig richtig, richtig schön, deckt den Boden ab. Deswegen habe ich da gerade auch durchgefühlt. So viel Erde sieht man nicht mehr. Und die sind schön flauschig, ist voll schön drauf rumzulaufen, kann ich jedem nur empfehlen. Barfuß eine herrliche Sache. Das sieht auf jeden Fall dann nachher auch immer wieder schön aus. Also ich laufe hier überall drauf rum. Der Klee setzt sich durch, mir gefällt das gut bisher. Da sind ein paar Pflänzchen reingekommen. Übrigens, ich habe ja gesagt, es gibt jede Menge zu zeigen, viel Neues. Ich habe den ganzen Zaun jetzt entfernt. Hier war ja alles voll mit, ich glaube, Wicke war das. Und man sieht, was ich hier an Grasschnitt habe. Ich habe das auch in dieser Richtung schon freigemacht. Ich habe das Glück, das Grundstück nebenan wird nicht verpachtet und hier wird eine Bienenweide draus gemacht. Da freue ich mich sehr, denn das wird auch meinem Garten definitiv sehr zugutekommen. Wow, und guckt euch das an. Das hier ist eine Königskerze. Wow, sie kommt. Finde ich richtig schön, weil bis vor ein paar Tagen wusste ich das selber noch nicht, dass ich sowas habe. Wollte wissen, was das für eine Pflanze ist und ich habe die Warner schon gesehen, im Großen, und die hier ist halt auch echt hübsch, muss ich sagen. Der Mais und die Sonnenblumen kommen richtig gut, bin ich sehr zufrieden mit. Direkt daneben das Tortenbeet mit den Kartoffeln und Bohnen habe ich da reingebracht. Ich denke, das wird auch neu für euch sein. Da seht ihr die ersten Pflänzchen auf jeden Fall aus dem Boden sprießen. Dann wiederum daneben, hier vorne habe ich einige Tomatenpflanzen hier reingebracht. Tomaten habe ich jetzt alle überall verteilt im Garten. Das ist nichts, was ich irgendwie noch ins Beet oder in die Töpfe bringen muss. Ja, und hier hinter dann beim Totholz der Mais, vorne links zweimal Rosenkohl, hier vorne dann den Kürbis. Und die freie Fläche, da habe ich die... wie hieß denn die Kartoffel noch? Auf jeden Fall drei Kartoffelpflanzen reingebracht. Rote Emmerli, jetzt habe ich es, jetzt hat es geklingelt. Die schmeckt ganz besonders, finde ich super. Möchte ich auf jeden Fall mehr von haben. Und über diesem Wege will ich das vermehren. Euer Zuschauerbeet kommt wunderbar. Hier vorne die Zwiebel, die Artischocken kann man eindeutig sehen. Und links auch an der Ranghilfe die Erbsen. Zucchini hat einen Schub gekriegt und ich bin total begeistert. Mal ab zu den Tomaten. Hier sind eure Tomaten. Also drei Pflanzen könnt ihr schon wunderbar erkennen. Aber ich habe hier auch noch andere stehen. Das da ist eine. Und hinten und hier vorne, egal. Hier soll ich auf jeden Fall Unkraut jäten demnächst und zusehen, dass der Boden ein bisschen bedeckt wird von Mulch. Und dann kommen da auch nochmal effektive Mikroorganismen rein und dass die Pflanzen alle nochmal ein richtig gutes Bodenleben kriegen. Der Rest sieht auch gut aus. Drei Kohlrabis, die Zitronenwerbe und hier von rechts habe ich noch einen Borage und eine Physalis hier am Baumstamm. Ja. Wir können zufrieden sein, das ist alles auf einem guten Weg und irgendwann darf sich der ein oder andere darüber freuen, zu Hause Gemüse hier aus meinem Garten empfangen zu können. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das wird eine ganz spannende Zeit. Dann bei meinem Kartoffelexperiment. Ich finde, das sieht hier richtig gut aus. Und wenn man mal gucken kann, da kommen die Blüten, dort ist auch schon was zu sehen, da wo mein Finger ist, da links auch. Ich habe hier verschiedene Sorten drin, von daher, da warte ich unterschiedliche Farben sowieso.
Und ihr erkennt ganz deutlich, da wo ich jetzt hin zeige, die Kartoffeln sind viel, viel kleiner. Da ist auch super viel Unkraut. Ach, ein Schmetterling hüpft ins Bild. Und ja, der Rest, der soll definitiv noch angehäufelt werden, denn das habe ich bei den Dingen da hinten überall nicht getan. Und jetzt habe ich auch Erfahrung sammeln dürfen, wie es ist, wenn man nicht anhäufelt und wenn man sich nicht so ums Unkraut kümmert, dann fällt der Unterschied da ganz deutlich aus. Ansonsten wunderschöne Pflanzen, oder? Also ich bin sehr, sehr happy hiermit und ja, wenn ich den Rest dann auch nochmal anhäufe, mal gucken, ob da der Rest dann noch nachkommen kann. Also Unkraut raus, anhäufeln und dann hoffe ich nochmal auf einen extra Schub. Mal schauen. Ihr wisst ja, die direkte Erfahrung ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen probiere ich rum. Wenn mal was nicht klappt, dann nehme ich das so an, wie das ist, so wie in diesem Fall. Ich bin im Grunde genommen vom Gefühl her spät dran irgendwie anzuhäufeln, das Unkraut zu jäten. Nichtsdestotrotz habe ich dadurch das Glück, halt Unterschiede erkennen zu können, wie das ist, wenn man das so oder so macht. Und das bleibt hier hängen und das sind auch so Sachen, die man nachher immer weitertragen kann. Letztendlich ja in diesem Moment ja auch schon an euch. Also, da könnt ihr gespannt sein. Wenn es da wieder was zu berichten gibt, dann werde ich euch drauf stoßen. Gut, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, das ist jetzt nicht ein beliebiger Gartenrundgang oder sowas, nur ein paar Highlights. Aber es gibt auch ganz tolle Neuigkeiten, denn ich habe hier Nachbarn gekriegt. Mehr verrate ich jetzt noch nicht, aber auch da kann ich noch viel zeigen. Jetzt habe ich gerade entdeckt, ganz heimlich hinter mir, kommen dicke Wolken und für heute ist auch Gewitter angekündigt. Allerdings habe ich da erst 17 Uhr oder so mit gerechnet. Deswegen, ich werde das hier mal beobachten, vielleicht wird das ein Zweiteiler. Jetzt stehe ich hier vor meinem Apfelbaum. Und darunter hatte ich letztes Jahr ein Beet mit Zucchinis. Da war ich sehr zufrieden mit, das wollte ich dieses Jahr unbedingt wiederholen. Ich habe allerdings neue Erde rangekarrt, damit richtig schön gute Nährstoffe dann im Boden sind. Und ich bin voller Hoffnung und ganz zufrieden, dass ich das Ding jetzt auch fertig habe. Ich muss sagen, die letzte Zeit hatte ich sehr, sehr viel zu tun und auch aufzuholen. Wie gesagt, letztes Mal habe ich das schon erwähnt. Ich war über 3 Wochen krank und das war ziemlich heftig. Da ging gar nichts, außer Gießen habe ich mich immer hierher gequält. Aber so nach und nach habe ich alles fertig gekriegt, was ich wollte. Ich finde, der Garten ist im Moment auch ganz gut in Schuss. Gut, okay, die Kartoffeln, ja, da könnte ich bei. Ich könnte überall so ein bisschen Unkraut jäten wieder. Aber es sind ja alles ganz normale Sachen. Oh, ich sehe gerade den Kohlweißling. Nee, und der ist bei meinem Kohl. Ich glaube, ich muss da mal hin. Da ist er, seht ihr ihn? Und ihr könnt ja auch ganz wunderbar erkennen, dass mein Kohl überall auch schon Löcher hat. Deswegen, ich werde direkt mal gucken in eurem Beisein. Na, er verflattert sich. Sollte auf jeden Fall gucken, das rate ich auch euch, ob irgendwo unter den Blättern, ja, ob der irgendwo die Eier abgelegt hat. Ich habe bisher noch nicht einmal geguckt, aber jetzt tue ich das definitiv, das war so ein Zeichen. Und er flattert hier rum, ne? Ich weiß nicht, ob man das schnell erkennen kann. Also noch habe ich nichts entdeckt. Na Kumpel, kannst du nicht hier meinen Kohl anfressen, das geht nicht. Doch, ich teile sehr gerne. Ich hoffe, du bringst deine Geschwister nicht mit. So, hinter mir braut sich jetzt langsam mal was zusammen. Ich werde wohl mal an ein trockenes Fleckchen gehen und alle Sachen schützen, die geschützt werden müssen. Deswegen an dieser Stelle mal unterbrochen. Aber wie gesagt, dranbleiben, da kommt noch mehr. Ne? Also, und wenn ich im Regen gleich ein bisschen stiefeln muss, mal gucken, wie ich das mache. Wow, das mit dem Schmetterling war richtig, richtig schön. Jetzt fliegt er da vorne. Na, kommst du nochmal wieder? Ja! Also ich konnte keine Eier finden, von daher bin ich hier erstmal safe. Und ihr zu Hause solltet vielleicht auch mal gucken, die Eier kann man auch ganz leicht absammeln, deswegen easy easy. Na? Ach, wie schön, oder? Naturleben ist doch was Schönes.
Okay, ich würde sagen, ich bin spät dran. Es donnert schon, es fängt an zu regnen. Der Kohlweißling, der hat mich so fasziniert. Ups. Ja, so. Ihr hört's, ich bringe mich in Sicherheit. Bis gleich. Wow, wie mein Baum mich schützt hier, ne? Unglaublich. Ihr könnt das sehen, hier kommt nichts hin. Außer es wird länger anhalten. Man sieht ja, hier kommen auch Regentropfen durch. Aber jetzt für einen Moment ist irgendwie das voll angenehm, dass ich hier so ein bisschen rauslinsen kann. Ich finde, Regen ist auch voll was Schönes. Hört mal hin. Hier könnt ihr sehen, habe ich richtig schön ordentlich aufgeräumt und links ist das Tomatenbeet frei. Die Pflanzen lohnen sich sowieso noch nicht zu zeigen, von daher brauche ich gar nicht nah rangehen. Da sind 5 Pflänzchen drin. Ich habe für meine ganzen Beete unterschiedliche Strategien verfolgt, auch unterschiedlich mit Erde und gedüngt und so weiter, um zu gucken, was funktioniert, was nicht. Mittlerweile kriege ich schon ein Gefühl dafür, wann die Tomaten Dünger brauchen. Das finde ich schon sehr geil, das werde ich auch noch an euch weitergeben, aber zum anderen Zeitpunkt. Hui, Mann, da geht hier richtig los. Gut, guck mal, Johannisbeeren, schon ganz viel rot, werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben. Und ich werde jetzt mal einfach umschwenken. Und zwar hat sich hier super viel getan. Ha, das kennt ihr noch nicht. Irgendwie ist das schön gerade. Naja, jedenfalls nicht ohne Grund, denn ich habe gesagt, ich habe neue Nachbarn gekriegt. Das sind Freunde von mir. Wer bei Instagram ist, hat das auch mal mitgekriegt. Ich habe ein paar Fotos gezeigt. Ich kann da gerade nicht hingehen. Ich bin barfuß und habe da auch gerade keine Lust zu. Da drin sind auf jeden Fall auch Tomaten von mir. Vielleicht zeige ich da gleich nochmal was zu. Aber ansonsten, hier wird schon dekoriert und gemacht. Da steht mein Klapprad. Und das sind wie gesagt Freunde von mir und wir wollen uns das hier gemeinsam schön machen. Die sind offen für die Permakultur und nehmen da ganz viel Rat von mir an und fragen mich. Und ich bin so voller Freude, euch das jetzt auch zeigen zu können, weil ich habe das schon mal ein bisschen vorgespoilert, aber da war noch ganz lange hin, bis ich euch davon jetzt erzählen konnte. Ja. Okay, jetzt wird es gerade begrenzt und so viel seht ihr nicht. Auf jeden Fall. Ja, so langsam kriege ich hier ein bisschen mehr Regen ab, deswegen habe ich mich mal kurz hingesetzt. Ich finde das noch nicht schlimm übrigens, ne? Also es geht ja auch anders. Hintergrundgeräusche sind jetzt mit Sicherheit für euch sehr laut, aber ich ziehe es durch. Ich möchte noch mal was ansprechen. Ich habe es schon mal angekündigt, dass ich mit Willi und Miri von Natürliches Leben eine Kooperation habe. Wir wollen zusammen was machen. Was das wird, kann ich jetzt schon ein bisschen konkretisieren. Es wird eine Reihe geben mit dem Namen Die Humushüter, ausgelegt auf Herwig Pommeresche. Oh, jetzt kriegt das Handy gerade ganz viel Regen ab. Besseren Platz. Ja, ich glaube, ich gehe mal in die Hütte. Zip, zip, zip. Okay, jetzt ist glaube ich ein bisschen besser. Also, wo war ich gerade? Willi und Miri, Natürliches Leben, mit der habe ich eine Kooperation gestartet. Eine Reihe zu Herwig Pommeresche Humusphäre. Richtig guter Humusboden und da wird einiges an Infos zu euch kommen. Und das Ganze hat auch Hand und Fuß. Das ist jetzt nicht irgendwie aus der Hüfte geleiert. Das finde ich jetzt gut und das müsst ihr wissen. Also da steckt auch definitiv was hinter. Und da könnt ihr euch freuen, es gibt schon 2 Folgen online bei Willi und Miri. Und da solltet ihr mal reingucken. In diesem Moment werde ich euch das wahrscheinlich oben rechts verlinken. Da gibt es schon 2 Humushüter-Folgen. Guckt euch die an, da gibt es wichtige Infos, gute Sachen und auch schon vorbereitend für die ganze Geschichte weitere Infos. Ja, und bei mir wird das dann irgendwann auch losgehen und ich werde mich dann einem Thema widmen, den Pommeresche euch auch auf jeden Fall nochmal vorstellen und alles weitere dann halt dann. Ich denke, das reicht an Infos für jetzt. Gut, was mache ich jetzt mit diesem Wetter? Mein Loch im Pavillon. Oh, hier muss ich aufpassen. Au, au, au. Hui. So. Okay, hier ist es sehr laut. Jetzt komme ich mal wieder in die Linse. Wow. So, das sind die Räumlichkeiten. Ich habe jetzt natürlich kein Stativ mit. Ich weiß das, wahrscheinlich wackele ich den einen oder anderen Moment mal mehr, aber ich glaube, ich habe heute eine einigermaßen ruhige Hand. Ja, hier haben wir Tomatenpflanzen.
Die habe ich aus Erftstadt mitgekriegt, die ersten 6. Dazwischen gepflanzt den Salat. Hier vorne Minze. Das reicht ja, wenn die Wurzeln im Boden sind. Da kommt noch was. Wow. Hier noch Mini-Pflänzchen von mir. Und hier vermehrte... Wow, das Leben in der Bude. Ich mag das. Das ist ein Geiztrieb gewesen. Einfach im Boden gesteckt. Und die werden gerade groß. Voll cool. Das waren vorgezogene Pflanzen von mir gewesen. Ich weiß, sehr klein zu dieser Zeit, aber es geht um direkte Erfahrung. Hier haben wir noch 2 Paprikas. Dann haben wir hier noch 2 Pflanzen für die Jungs. Das sind, was habe ich denn hier eigentlich? Moment. Das ist Zucchini und das ist noch ein Kürbis. Und ja, hier habe ich in der Anzucht, ach, gehe ich mal auf die andere Seite. Ja, gestern ein bisschen doof gegossen. Ich war so doof, habe es von oben gegossen. Da sind mir hammer viele umgeknickt, mache ich nie wieder. Hui! Mann, das Wetter. Aber ich zieh's durch. Also, hier vorne in dem Bereich bis hier ist alles Sonnenblume. Eine richtig schöne Demeter-Sonnenblume. Konnte ich mir nicht verkneifen. Dann haben wir hier eine Fuhre Salat und eine Fuhre Gresser Mizuna-Salat. Achso, das war Pflücksalat. Dann haben wir hier einmal von links nach rechts. Links haben wir den Bantam-Mais oder wie er heißt. Wow. Nee. Okay, jetzt mache ich mir Sorgen um meinen Garten. Wow. Okay. Heftig. Hagel überrascht mich. Wow. Kommt's auch überall rein gerade. Oh, hoffentlich können das meine kleinen Tomaten ab. Die Natur ist so mächtig, deswegen müssen wir gut mit ihr umgehen. Und ihr was zurückgeben. Wow. Also der Hagel, den habe ich nicht kommen sehen. So wenig wie das Gewitter. Aber so ist das. Ich werde die mal ein bisschen weiter zeigen. Die Situation kann ich gerade nicht ändern. Was habe ich hier denn noch? Oh, ja. Hier, 3 Pflanzen wollen noch irgendwo hin. Das ist ein Kürbis, da mache ich nichts mehr draus. Denke ich nicht. Vom Vater noch eine Gurke und nochmal... falsch rum, das war der Kürbis. Hier ist noch die mexikanische Mini-Gurke. Ich muss das alles umtopfen und... Die brauchen ordentliche Erde, die sind quasi auf Stillstand. Aber bei allem, was ich umgetopft habe, da ist auf jeden Fall was draus gekommen. So, wo war ich hier denn? Also, Mais. Dann habe ich hier Kapuzinerkresse. Dann habe ich hier Wasserspinat. Der ist überall nichts geworden, habe ich noch nicht richtig mit umgegangen. Brokkoli. Dann haben wir hier Kohlrabi Azurta, dieser lilane. Und dann habe ich hier nochmal normalen Kohlrabi. Und ja, was hier noch zu sehen ist, ist glaube ich eine Sonnenblume, wenn ich nicht... Nee, roter Mais, genau. Und das ist schon Flachs, Lein. Und da hinten haben wir glaube ich noch eine Sonnenblume. Genau, das ist sie. Und Kohlrabi, Salat. Ja, so sieht das hier aus. Und jetzt wird es gerade wieder ruhiger. Ich habe Hoffnung, dass ich vielleicht gleich wieder raus darf. Nee, so schnell nicht. Okay, bleiben wir hier. Ich hoffe, das wird jetzt hell. Ja, geil, das wird hell. Darf ich vorstellen, das ist Knoller, unser Gartenbob. Haben wir irgendwie so spontan getauft. Muss ja immer alles irgendwie Namen haben oder gerne. So sind wir Menschen halt. Das ist meine... Also alles ist aus recycelten Schätzen. Wer jetzt noch nicht weiß, was das ist quasi eine Sackkarre.
an der ich Sachen anbringen möchte und das alles einfach für mich haben möchte, wenn ich kompakt alles in meinen Garten mitnehmen möchte. Sagen wir mal, ich will jetzt vorne irgendwo ein Beet beackern oder irgendwas bauen aus Holz oder wie auch immer, dann kann ich das Ding damit hinnehmen und dann sollte alles grob dabei sein, was man so braucht. Ja, und da habe ich mit einem Freund, also der das hier gepachtet hat, oder die da, einer von denen, angefangen zu werkeln. Und dabei ist das zustande gekommen. Ich habe gerade gesehen, dass das Ding hier irgendwie schief ist. Oh, eine Motte. Ich habe übrigens einen Totenkopfschwärmer gesehen. Sehr geil. Egal, wir haben hier getüftelt. Und die Mission ist klar. Wir wollen auch eine Möglichkeit, dass das Ding ein Tisch ist, eine Arbeitsfläche. Wir wollen, dass das natürlich nachher nicht so schwer ist. Im Moment gefällt uns das noch nicht so ganz. Aber es entwickelt sich halt alles. Und bisher sind wir sehr zufrieden und sehr euphorisch. Ich lege einfach mal los, das vorzustellen, zu zeigen, was wir bisher gemacht haben. Hier ist ein kleiner Griff von der Seite. Wir haben hier die ganze Platte und so weiter. Das haben wir alles schön fertig gemacht. Und so geht die Klappe auf. Wir haben auch schon eine Idee, wie wir das hier alles festmachen. Ist ja noch kein Schloss vor oder so. Also keine Arretierung, kann immer nach vorne ausgehen. Und hier ist der Bauch. Hier haben wir eine Kiste von der anderen Seite festgemacht. Schrauben dann nachher festzumachen. Und ich mache irgendwie mal zu und zeige das von der anderen Seite. Dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, da ist die Kiste hinter. Guckt mal. So, und was ihr noch seht, sind zwei Böcke. Die haben wir arretiert hier mit diesen Dingern, sodass sie nicht hin und her rutschen können. Und also zum Transport mit dabei sind. Das ist dann das Untergestell für die Platte. Und ich baue euch das mal kurz auf. Dafür muss ich das Handy außer Hand legen. Und dann zeige ich euch mal, wie das waagerecht aussieht. Jetzt könnt ihr sehen, Arbeitsfläche. Da kann man richtig schön drauf arbeiten. Jetzt habe ich es nicht stabil hingestellt, das wackelt. Aber der Untergrund, der ist auch echt hügelig. Deswegen ist das nicht so das Vorzeigeding. Und jetzt nochmal von hinten, wie ich das mit den Böcken hier so vorhabe oder wir so vorhaben. Und dann habt ihr erstmal einen Zwischenstand über dieses kleine Projekt. Hier könnt ihr es nochmal wunderbar sehen. Das liegt quasi oben auf und einmal unten so alles kompakt. Zum Arretieren ganz leicht, zum Hin- und Herbewegen. Ich muss das Ding hier gerade gegenstemmen, weil das so weit sind wir noch nicht. Wir brauchen einen Ständer oder so. Aber das Ding, das lässt sich so bewegen, dass es sich gerade bewegen lässt und trotzdem leicht. Dass das auch natürlich an der Stelle fest bleibt. Das soll die Dinger halten. Die sind alle sind in sich ja so ein bisschen krumm und schief. Und das geht sich aber alles aus. Also egal, wie man die raufpackt, man hat dann nachher definitiv dann immer eine Möglichkeit, das zu arretieren. Also, soweit sind wir da. Hier sieht man noch diese Dinger hier, die sind kaputt bei dem Teil. Da muss ich auf jeden Fall, oder müssen wir noch bei und da irgendwie eine Lösung finden. Kriegen wir aber hin, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ist alles möglich. Ja, und dann soll das Ding nachher natürlich alles mögliche, Schrauben, Werkzeug. Hier vorne wollen wir noch was ranmachen, damit wir auch Äxte und so da vorne reinstecken können. Hämmer, wie auch immer, die wir dann damit hinkriegen. Das krabbelt mir hier gerade hoch. Nee, eine Zecke, ich glaub's ja nicht. Guckt euch den Apparat an, finde ich nicht lustig. Ich muss die jetzt bekämpfen, sofort weg, bevor ich Panik kriege. Ja, irgendwie, ich hatte in meinem Leben noch nie einen Zeckenbiss. Ich bin auch nicht scharf drauf. Auch weil ich jemanden kenne mit Borreliose und das echt kein Spaß ist. Nichtsdestotrotz, für alle, die Borreliose da draußen haben, es gibt Wege des Gesundwerdens. Da lehne ich mich vielleicht jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube da aber auf jeden Fall dran. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten über natürliche Mittel auf jeden Fall. Und das ist ja das Wichtigste an der Sache, dem entgegenzuwirken und sich davon zu befreien. Das geht auf jeden Fall. Wenn ihr Interesse hat, ich verlinke euch das gerne mal. Aber nicht oben rechts, sondern unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Fragt nach, ich werde euch da einen Link reinhauen. Denn es gibt einen YouTube-Kanal, da wird das wunderbar erklärt. Und da gibt es die Lösung, die ihr braucht. Für alle, die darunter so leiden. Ja, ansonsten eine komplizierte Krankheit nicht so einfach. Die Zecke. Komisches Gefühl. Frage ich mich, wo ich die eingefangen habe. So, es ist ruhig draußen geworden. Ich werde jetzt mal, wo gehe ich denn jetzt raus? Soll ich hier rausgehen? Also eigentlich egal, ich werde sowieso dreckig. Bin ja auch schon dreckig.
Ja, aber das war schon ein bisschen krass gerade mit der Zecke. Wo habe ich die denn eingefangen? Ich war doch gar nicht so groß im Gras. So, ich werde mal die Situation nutzen, euch mal das Potenzial zeigen, das wir hier haben. Wir haben hier einen schönen Apfelbaum. Ja, jetzt muss ich gucken, wo ich hintrete. Weil hier sind noch Brennnesseln und Dornen und alles. Ja, hier ist der schöne Apfelbaum. Dann haben wir da noch einen schönen Baum und dort einen. Ja, und die ganze Geschichte hier, das auch so aus ein bisschen recycelten Materialien. Da ist übrigens noch ein Nebenraum und da ist noch ein Seitenraum, muss ich euch jetzt nicht zeigen. Da sind hier, was weiß ich, 2 Meter mal 3 Meter Raum noch, ne? So, und hier ist eine riesen Hecke, die wird geschnitten zum Herbst. Da wollen wir die Vögel nicht stressen. Ich denke, Herbst war der richtige Zeitpunkt. Da wollen wir uns auf jeden Fall dann auch sicher sein. Und der hier trägt auch schon ganz viele Äpfel. Egal, weiter geht's. Regen fängt, glaube ich, gleich wieder an. Ich habe so das Gefühl. Mal gucken, wie sieht's aus in der Richtung. Nee, richtig schön. Und die Sonne kommt wieder raus. Pünktlich. Ja, wir sind schon dabei, etwas zu machen. Und in diesem Fall erstmal das Grundstück, gefühlt so groß wie meins. Von den Quadratmeterzahlen ist es aber dann doch kleiner. Nichtsdestotrotz, wir haben hier schon, ja, Wind und so, ich weiß. au, jetzt bin ich irgendwo aufgetreten. Ja, hier sind Beete, wir haben 2x Zucchini drin und da hinten, und den Tipp will ich an euch weitergeben, ich habe das ja drüben auch schon erzählt, da ist mein Sonnenblumenbeet und daneben war ja noch ein Tortenbeet, da habe ich Kartoffeln und Bohnen zusammen drin und jetzt werde ich gerade ein bisschen nass, das war nicht so clever. Ja, hier haben wir Kartoffeln drin und auch Bohnen. Wo sieht man es denn jetzt ganz besonders gut? Da kommt eine Bohne. Ja, ich habe doch gerade ein paar gesehen. Genau, da ist eine und so weiter. Das hat folgende Bewandtnis. Also, Bohnen und Kartoffeln passen so gut zusammen, weil die Kartoffeln holen die größtenteils die Nährstoffe ja aus dem Boden, um zu wachsen. Ihre Energie. Und bei den Bohnen ist das so, dass die ja Stickstoff an den Boden abgeben und das kommt den Kartoffeln halt sehr zugegen quasi, entgegen, Hilfe. Und deswegen haben wir das so gemacht, das ist so wohl, ich weiß nicht, ob man das Permakultur-Tipp sagen kann, auf jeden Fall eine Mischkultur, die sich super gänzt, kann ich euch empfehlen. Was ihr hier seht, sind ganz eng bepflanzte Kartoffeln und Bohnen halt. Und wir wollten das auf jeden Fall ein bisschen drauf ankommen lassen, um zu gucken, was macht der Boden, was gibt er uns zurück. beziehungsweise wir werden ihm ja später auch wieder was zurückgeben. Aber wir haben jede Menge Nährstoffe halt reingebracht. Von der Arbeit rede ich letztendlich. Hier geht es ein gutes Stück tief runter. Wir haben tief ausgehoben und dann von unten nach oben das Beet aufgebaut. Unten die groben Sachen nach oben gemulcht, Erde, Kompass und so weiter und so fort. Wir sind sehr zufrieden. Ja. Und hier halt die Zucchinis. Und die dürfen mal fröhlich vor sich hin wachsen. Ich latsche einfach mal durchs Beet. So. Jo, das war's schon von hier. Ansonsten unspektakulär. Wir gehen mal rüber wieder zu mir. Hier ist übrigens noch einer meiner Tomaten. Die ist schon so groß. Sieht die nicht toll aus. Und sie kriegt Blüten. Die erste, die von meinen Tomaten Blüten kriegt. Gut, drin sind die größeren, die habe ich aber aus Erftscher mitgekriegt. Ich rede von denen, die ich selber vorgezogen habe. Und wie ihr auch an dem Grün erkennen könnt, das ist eine richtig gesunde, schöne Pflanze. Gehen wir jetzt hier einmal am Apfelbaum längs, denn wir haben hier einen Durchgang gemacht, genauso wie hinten. Wir wollen natürlich verbunden sein, Werkzeug erstmal auch teilen. Ich möchte hier natürlich unterstützen, das soll so. Und ja, ansonsten, ich habe hier das Podest frei gemacht und den hinteren Teil, das habt ihr gerade schon auf den Aufnahmen gesehen, eine schöne Rampe gebaut, dass ich hier jetzt, ich muss aufpassen, dass ich nicht wegrutsche. Ja, und ansonsten hier alles schön frei, neues Holzlager und hier die Erde und so, da soll ja noch was weg. Vielleicht passiert das demnächst, mal gucken, so wie sich das anbietet. Da ist noch mein Recyclingzeug, da muss ich auf jeden Fall bei. Aber ich finde das ganz schön jetzt, schön frei zu haben. Weil es nicht so schön, ne? Ihr habt das gerade gesehen, Zecke irgendwie auf dem Arm, auf der Hand und das war nicht so fein. Ja, und deswegen bin ich froh, dass hier das Gras jetzt weg ist und ich da nirgendwo mehr gehen komme. Also ich muss es ein bisschen zeckenfreier halten. Aber nichtsdestotrotz, ihr kennt das jetzt noch vom letzten Video, glaube ich, dass ich hier überall Mohn am Rand hatte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, beziehungsweise eigentlich schon, ist ja alles da unten in der Erde drin. Da wird wieder was nachkommen. Aber ich muss das leider wegnehmen, weil das überall auf die Wege gefallen ist und man da einfach nicht mehr längs laufen konnte. Das war einfach zu nicht stark genug von alleine, weil ich es auch an der Schräge habe. Und dadurch ist alles abgeknickt.
wenn es dann geregnet hat und so. Und dann kommt man hier nicht längs laufen. Deswegen musste ich handeln. Nützt nichts. Aber einmal frei ist cool, das wird nachwachsen. Das ist ja jetzt auch nun nicht so meine Ertragszone. Die befindet sich ja halt in den anderen Beeten. Ja, da gibt es ja genug. Übrigens, die Tomaten, das muss ich euch ja noch zeigen. Die sind auch so ganz klein gewesen wie die ich euch im Gewächshaus gezeigt habe. Die kommen alle nach. Und hier drunter sind auch erfrorene Pflanzen. Ne? Also genau, die waren am weitesten. Und ich glaube, die anderen waren erfroren. Oder zwei davon mindestens. Ne, ich glaube drei. Alle drei waren erfroren. Obwohl, da vorne steht auch noch eine. Ich verwirre euch. Hier haben wir echte Kamille. Ich freue mich. Hab sie wieder. Und da achte ich auch drauf, dass sie immer genug Wasser hat jetzt. Ich hoffe, das kriege ich dieses Jahr hin. Und richtig schön, und man riecht auch, dass es die echte ist. Okay, weiter geht's. Ich habe noch mehr gemacht. Erstmal, die Tomaten sehen natürlich Bombe aus. Ich will jetzt auch keinen Gartenrundgang machen. Es geht ja nur um die Highlights, sag ich mal. Und jetzt muss ich hier mal durch, bisschen aufpassen. Hier sind definitiv viele Dornen. Zip. Da habe ich... Gut, jetzt bin ich auf einen Rolf getreten. Au, und wieder... Das war der falsche Platz. Ja, hier habe ich auch noch Tomaten drin, allerdings ein bisschen problematisch. Habe festgestellt, das tropft hier genau runter. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich denke mal, die hinteren drei Tomaten kommen nicht durch. Aber vielleicht werde ich auch überrascht. Zwischendrin Petersilie. Ihr könnt als Bodendecker für die Geschichte, ja klar, mulchen. Aber wenn ihr da noch was zwischenpflanzen wollt, ihr könnt Petersilie, Basilikum, solche Sachen. Ich hatte auch letztes Jahr, lief das auch gut mit der Minze, aber Minze ist echt invasiv. Allerdings konnte ich das noch nicht so negativ sehen. Also bisher ist das auch toll. Ich mag den Geruch von Minze sehr. Gut, das soll es auch schon gewesen sein, denke ich. Au, da war wieder der Dorn. Ja, jetzt bin ich ein bisschen leichtsinnig geworden, wenn man nicht mehr ganz so achtsam ist. Ne? So, gut, ihr habt jetzt gesehen, was alles Schönes Neues in den Garten gekommen ist. Und ich habe hier, ach genau, und das habe ich vergessen, da lade ich nochmal hin. Ich habe von meiner Mutter noch Pflanzen gekriegt, ohne Namen, oder nur so zum Teil. Allerdings sind auch eigene bei, ich glaube, den habe ich selber. Boric kam auch vom, nee, Boric ist von meiner Mutter, genau. Boric, Thymian, das ist nochmal der Knoblauchschnittlauch und das ist, glaube ich, Blutampfer. Ne? Und bei dem rätsel ich noch, was das sein soll und da frage ich mich auch noch, ob der Standort okay ist oder ob das vielleicht hier zu heiß ist, weil ich finde, die Blätter und so erinnert mich irgendwie Richtung, wie heißt das noch, Farn. Könnte sein, dass das eine Pflanze ist, die wohl vielleicht ein bisschen mehr Schatten braucht. Ach, irgendwie macht das Spaß. Wie ein Kind im Kleematsch. Ach, ist das schön. Guck, könnt ihr das sehen, wie sich das so langsam zuzieht, trotz der Lücken und Löcher, die ich hier habe. Also ich denke, da kann ich irgendwann mal ein bisschen Unkraut frei machen, ein bisschen aufhaken und nochmal Saatgut reinschmeißen. Da zieht das Gewitter ab. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich denke, das reicht für heute. Genug geschwickt mit verschiedenen Sachen gewesen. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Ich versuche ja immer ein paar wissenswerte Sachen reinzubringen und alles andere wird ja auch schön getestet und kann so meine Erfahrungen weitergeben. Ansonsten bin ich immer dafür, probiert ja zu Hause aus. Direkte Erfahrung ist immer am wichtigsten. Es bleibt im Hinterstübchen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, euer Lars. Ich bin raus. Tschüss.